heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur weiteren Folge der Rainbow Sims Roulette Challenge. Es geht weiter. Wir haben jetzt lange pausiert. Ich meine, es sind 3 oder 4 Wochen. Das tut mir leid, aber da gab es ein paar Probleme. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Die sind geklärt, es war nichts Schlimmes. Und jetzt geht es weiter. Ja, du siehst die süße Valentina. Wir haben sie jetzt noch diese Folge und die nächste. Und ich habe sie jetzt gerade mal auf Erkundungstour geschickt, damit sie mal ein paar Sachen sammelt, weil wir müssen ja ihr Bestreben irgendwie voll kriegen. Und ich habe mir da überlegt, ich lasse die jetzt einfach mal diese 6 Dinge hier ausgraben, aber in doppelter Geschwindigkeit, damit nicht so viel Zeit vergeht, dass wir das alles schön machen können. Denn, ja, ich hatte auch überlegt, mal in die Kommentare was zu fragen. Das wirst du dann sehen, wenn du in die Kommentare mal guckst, was ich da gerne gefragt haben möchte. Meine Süße, da ist aber noch einer. Mach den mal auch bitte los. Genau. Mach mal kurz mal Pause. Und dann gucke ich gleich mal, was sie bekommen hat. Ah, hier oben. Genau. Da hat sie, ich klappe mal kurz alles zu, dass wir das so sehen. Genau. Denn wir müssen ja eins abschließen. Und zwar hat sie Gartenarbeit. Braucht sie noch 22, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Hier braucht sie noch 16, 16, 15, 14. Ja, ich habe immer noch keinen Plan, was wir machen sollen. Kristalle müssen wir halt auch in den Dschungel reisen. Das finde ich ein bisschen blöd. Metalle. Hat sie 4. Gartenarbeit. Müssen wir auch überall rumreisen. Also ich hänge zwischen Metalle und Kristalle, auch wenn wir da hinreisen müssten. Aber ich glaube, ich versuche ein paar Metallsorten zu finden. Aus Steinhaufen auskramen. Gut, dann wird sie das auch als Hauptdings so bekommen. Genau. Ja, mal gucken, was wir heute so machen müssen. Sammelobjekte finden hat sie schon 7 von 10. Haben wir hier noch irgendwo was zum Graben? Ich kenne dieses Grundstück gar nicht so genau. Hier hinten hat sie noch ein bisschen was. Da werde ich sie jetzt auch noch die Sachen graben lassen. Denn je mehr wir graben, umso mehr finden wir natürlich. Das werden wir jetzt so ein bisschen machen, damit wir vielleicht noch ein paar Metalle finden. Kommst du, Süße? Ah, du bist schon da. Sehr gut. Du bist ja flotti unterwegs. Sie hat eine Schatzkarte gefunden. Ich habe mir überlegt, dass ich das... Ist das ein Metall? Ja, sehr gut. Sie hat schon mal 5. Weiter so. Dann düst mal dahinter, dass wir die auch noch schnell holen. Vielleicht ist es wirklich mit den Metallen. Da ist noch mal ein Metall. Ein Kristall. Wieder Schrott. Und den bitte auch. Und dann gehen wir an die Arbeit. Versprochen. Am Computer rumbasteln, mit Kollegen plaudern, 20 Minuten angeln gehen. Beziehungsweise, wenn wir jetzt schon hier draußen sind, können wir das ja direkt abschließen. Wir gehen direkt angeln. Sie hat noch einen Kristall gefunden. Ich werde heute versuchen, auch bei uns ein bisschen durch die Gegend zu laufen und gucken, was wir so am meisten rauskriegen. Wenn nicht, müssen wir halt einmal einen Tag Urlaub machen, um die Steine zu kriegen. Aber das sind seltene Teile und ich weiß nicht, ob wir die wirklich bekommen. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ich werde das erst am letzten Tag alles verkaufen. Und ja, bin mal gespannt. Gut, das hat sie. Wer sind heute alles überhaupt da? Hier ist die Regina Svitetta. Dann können wir doch mal hier Metall, Kristall bitten. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Wir fragen einfach mal die Regina.
Regina, Entschuldigung, ob sie einen seltenen, vielleicht einen seltenen Kristall, ein seltenes Metall für uns hat. Meine Güte, man merkt, wie das ist früh am Morgen und mit Kollegen plaudern. Dann lernen wir sie einfach mal ein bisschen kennen. Oh, du sollst vielleicht mal aufhören zu angeln. Die Zeit vergeht wieder im Fluge. Ja, die Fische werde ich jetzt doch schon verkaufen, weil ich das nicht mag, die im Inventar darum fliegen zu lassen. Das ist nicht so meine Art, wenn ich ehrlich bin. Und wir gucken mal, wer sonst noch so hier ist. Da ist der Klitus und die Franziska. Kannst du dich doch auch mal hier einfach freundlich vorstellen? Vielleicht zählt das freundliche Vorstellen ja auch schon. Wer bist du? Minerva. Ah, okay. Und dann kannst du ja mal hier, wenn du das erledigt hast, ich hoffe, wir schaffen das alles bis 19 Uhr. Dann geh mal zu Regina. Sag mal Hallo. Was macht dein Spaß? Der ist voll. Hunger hast du. Aber der hält sich noch an Grenzen. Dann quatscht ihr mal. Oh, ihr geht's miserabel. Schnuggi, was schon los? Hm? Sie muss pieseln. Ey, dann geh mal pieseln. Geh mal. Kannst du hier auch an dem Computer rumbasteln? Nee, gell? Dann meinen die doch bestimmt den da, oder? Ah, kommt die jetzt extra zu dir gelaufen? Das ist ja auch ein Service, dass die zu dir gelaufen kommt. Die ist eigentlich voll hübsch. Nicht schlecht. Ich glaube, sie ist sogar schon eine Seniorin. Ja, Seniorin. Habe ich auch gestern rausgefunden, dass die sogar... Du bist ein bisschen krank. Ein Metall analysieren. Ja, dann gucken wir doch mal. Sammlung analysieren. Ah, guck mal hier. Dann machen wir doch mal Platin. Und gucken, ob das hilft. So. Sie hat was bekommen. Sehr gut. 7 Metalle hat sie schon. Wow, das ging ja schneller als gedacht. Dann geh mal am Computer hier rumbasteln. Dass du das auch erfüllst. Hochkonzentriert. Wirklich hochkonzentriert macht sie das wirklich cool. Und dann nimm uns mit. Analysierst du. Aber das hat nicht geholfen. Da müssen wir den, beziehungsweise das machen wir in dem anderen Labor, wo du bist. Da ist auch ein PC, da musst du nicht immer so große Wege hinterlegen. So, dann mach du da mal. Ich hoffe, dass das wenigstens jetzt hilft. Und die ist auf einer Dating-Plattform, so wie ich das gerade gesehen habe. Darfst du hier an dem noch rumbasteln. Klick im Inventar. Ah, okay, wir müssen jetzt einfach Metall. Dann machen wir den doch. Ich finde, das sieht immer sehr, sehr hochprofessionell aus, wie die Sims das machen. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich finde, das ist mega cool. Oh, wie das Ding da innen jetzt drin belasert wird. Sehr, sehr cool. War das gut? Sehr gut. Und dann sollst du einen Kollegen um einen Kristall bitten. Dann frag doch sie einfach mal. Wenn du am Computer rumgebastelt hast, vielleicht bleibt sie ja so lange hier. Die hat Hunger. Ja, dann geh doch währenddessen wir basteln und den Kristall beim Georat uns darüber erkundigen. Gehst du essen? Wir müssen dann auch unbedingt was essen. Wo ist denn die Küche? Wo ist die Küche? Und dann könntest du hier eigentlich an der Kaffeemaschine rumbasteln. Okay. Wo ist die Küche? Hier ist die Küche.
kannst du dir doch eigentlich mal einen Snack kaufen, und zwar ein Tomatensandwich. Ist das eine Idee? Das hat So, Hut zu so. viel. So funktioniert. Kannst du sie dann auch jetzt direkt nach einem Kristall fragen? Mensu. Ja, sehr gut. Mbeyishla. Hast du einen Kristall für uns? Das wäre wirklich cool. Sie hat einen Rubin uns gegeben. Hatten wir den schon? Neun Kristalle, sehr cool. Also Kristalle oder das andere Gewürz, ich weiß es noch nicht. Wir gucken, auf jeden Fall macht die Süße sich jetzt was zu essen. Und dann haben wir gleich noch eine Stunde. Und da gucken wir, beziehungsweise sie kann ja eine Stunde länger bleiben, beziehungsweise 2 Stunden länger. Dann machen wir heute ein bisschen längeren Arbeitstag. Und gucken mal so, was wir dann. Wo gehst du denn jetzt hin? Oh, du willst mit ihr plaudern? Okay. Dann plauder mal mit ihr. Wo gehst du jetzt hin? Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, unser Inventar. Ich spule allerdings jetzt gerade mal ein bisschen, damit sie den Weg schneller hinter sich hat. Und da könnt ihr dann normal quatschen. Dann isst du mal, dass dein Hunger auch gestillt wird. Und dann musst du an der Kaffeemaschine. Dann plauder einfach mal. Hörst mal über Autos. Frag mal nach der Karriere, würde man gern wissen, was für ein Status sie hat, also welches Level eher gesagt. Und dann kannst du die Arbeitsmoral loben, vielleicht hilft das, weil dann hast du das nämlich auch schon, Süße. Kannst du sie nochmal um ein Metall bitten? Geht das? Frag sie mal. Vielleicht gibt sie dir nochmal was. Hat sie dir gegeben? Gibt sie dir auch nochmal ein Kristall? Oh mein Gott. Ja, scheint es bei ihr können wir es nicht mehr. Nicht mehr auswählen. Dann gucken wir mal, ob irgendjemand, wenn ich die Küche wieder finde. Ah, hier. Fragen wir ihn doch mal, ob er ein Kristall für uns hat. Musst du dich aber erst freundlich vorstellen. Oh, der Kühlschrank ist ja cool. Der hat ja so einen Sticker da drauf. Das sehe ich ja eben erst. Geht's euch gut? Dann kannst du dich hier auch mal freundlich vorstellen. Und das Arbeitsende ist auch wieder nah. Wie 2 Stunden einfach vergehen. Stellt euch mal vor, wie kokett sie ist. Wie kokett. Ich sag mal Hallo. Ich bin die Valentina. Dann um Kristall bitten. Kommst du wieder? Dann machen wir das bei ihr. Um Kristall bitten. Hast du ein Kristall? Sehr gut. Rosenquarz. Ein Dings analysieren, ja. Wir versuchen jetzt noch an der Kaffeemaschine rumzuwerkeln. Ich weiß nicht, wie lange das braucht. Eventuell bekommen wir noch was hin. Wir müssen gucken, wie das klappt. Hi, Mausepups. Hat sie hinbekommen? Gut, wir haben jetzt noch 15 Minuten. Ist die Dame noch da? Wenn nicht, frag sie mal, ob sie auch ein Metall für uns hat. Um Metall bitten. Vielleicht ist sie so gnädig und bekommt und gibt dir noch einen in den letzten 10 Minuten. Los, auf. Frag sie mal.
Hast du vielleicht noch ein Metall für mich? Sieht gut aus. Gut, dann gucken wir einmal hier rein. Sie hat 9 Metalle und 10 Kristalle. Sieht sehr gut aus. Ja, und dann fahren wir jetzt gleich nach Hause. Sie wurde befördert. Sie ist jetzt Serum-Sequenzerin. Sie verdient jetzt 9 Euro mehr, heißt 48 Simoleons. Sie hat den folgenden Bonus erhalten. 312 Chemielabor, okay. Und die nächste Schicht beginnt am Mittwoch um 10. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Das war wirklich cool. Nee, also ich muss sagen, die aktiven Karrieren gefallen mir wirklich sehr gut. So, meine Süße. Befördert habe ich erwähnt. Ja. In der letzten Folge habe ich auch ein bisschen umgebaut. Das ist soweit gut angekommen. Da bin ich auch mega happy drüber, dass das so angekommen ist. Dann hier, mach mal hier deinen... Verkauf mal alles, dann kannst du mal gucken, ob du irgendwie dich um die Pflanzen kümmern könntest. Alles verkaufen. Denn das ist alles Geld, was die liebe Lilliput von uns kriegt, damit sie ihr Häuschen, ja, einrichten könnte. Ist nichts mehr da? Okay. Dann, meine Süße, was hältst du davon, wenn du mal auf Toilette gehst, deine Zähne putzt, nachdenklich duschst? Du bräuchtest nämlich noch 2 Durchbrüche. Ist ja deine Sonnenbrille hier auf? Das sehe ich ja eben erst. Und dann bräuchtest du ein bisschen Spaß. Vielleicht wäre es hier in unserem Haus vorbeigedüselt. Wer bist du? Du bist die Julia Summer. Okay. Vielleicht reise ich mit ihr im Anschluss direkt zum Fitnessstudio nochmal. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Dann geh mal duschen, dass sie noch ein bisschen Spaß bekommt. Vielleicht lernt sie noch ein paar Leute kennen, weil sie kennt ja immerhin nur die Leute von der Arbeit. Ein Teil auch mich selbst. Meinen alten Self sind, sage ich jetzt mal. Aber okay, wir sind auch Nachbarn. Ja. So, dann ruf dir mal ein Taxi. Sollen wir jemanden mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen die Regina. Die Regini einfach mit. Da sind wir. Sie ist schwanger. Hundertprozentig. Also, unsere süße Regina ist schwanger. Ich habe es euch jetzt mal nicht eingeblendet, aber sie ist es auf jeden Fall. Ja, und unsere süße Valentina. Ich weiß noch nicht so, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall ist hier gerade vom Wicked Whims der Attraktivitätsalarm angegangen, denn sie findet Florian Palm absolut attraktiv. Ich zeige dir jetzt Florian Palm. Ja. Vielleicht erinnert er sie auch irgendwie an eine Kindheitsliebe, keine Ahnung. Auf jeden Fall findet sie hier unseren Opi extrem attraktiv. Naja, mehr sage ich jetzt dazu nicht. Wollt ihr hier zusammen ein bisschen joggen gehen? Dann geht ihr mal zusammen aufs Band. Dann lassen wir die Süße mal ein bisschen joggen. Auf jeden Fall geht ihr Spaß hoch. Das finde ich so mal cool. Und wer kommt hier so? Kyla, Makoa. Nee, dann lassen wir sie mal hier ein bisschen rennen. Möchtest du... Guck mal, du kannst dir eine Romanze anschauen, währenddessen du läufst. Heute kommen ja allbekannte Leute. Wer ist hier? Bella Grusel ist schwanger. Ja, bei mir sind die Sims extrem alle irgendwie schwanger. Guck mal, wer hier ist. Der Dirk. Hier, du musst dich beim Dirk unbedingt... lustig vorstellen. Los. Das Baby ist nämlich da hier. Die Lilith. Wie heißt sie mit Nachnamen? Hello? Ja, Lilith ist auch schwanger. Ich habe das schon versucht runterzustellen und habe auch gewisse Sims in den aktiven Zustand gesetzt, damit die sich nicht einen Partner suchen und so. Ja, dann hier. Frag doch mal. Wo ist das Baby?
Wie geht's euch? Frag mal, meine Liebe. Kannst du noch Fotos teilen? Hände küssen. Aha. Was können wir noch machen? Regina, wo gehst du hin? Lern ihn mal kennen. Das ist doch cool, weil das Baby ist schon da in meinem Spielstand, bei der Lilliput ja auch. Er ist ein guter Sim. Möchtest du dann hier mal springen? In den Pool springen, mach mal eine Arschbombe. Das würde ich sehr gerne sehen. Sie sieht aus wie so eine Hip-Hop-Rapperin. Richtig cool. Voll mit der Mütze. Richtig cool. Und sie ist total müde und schwitzt genauso wie die April, als die April Sport gemacht hat. Dann spring mal. Kannst ein Rückwärtssalto mal machen, einen Schwalbensprung und ein Springen. War das gut? Ja. Dann noch eine Runde. Kommen bestimmt ein paar coole Fotos zustande. Okay. Nackig sogar. Okay. Mach, meine Süße. Mach, mach, mach. Mach, mach, mach. Jetzt ist sogar hier FKK-mäßig, aber okay. Alles in Ordnung. Es ist keiner da, der sie sieht. Da brauche ich jetzt doch ein Foto von. Da brauche ich jetzt doch ein Foto von. Wie sie da in der Luft ist, nackig und ins Wasser purzelt. Das hat wirklich wehgetan. Das hat wehgetan. Geht's dir gut? Alles gut? Eieiei. Guck mal, dann kannst du dich hier. Wieso kann man sich denn jetzt nicht hier an den Beckenrand setzen? Schade. Wirklich schade. Naja, dann würde ich sagen, rufst du dir wieder ein Taxi und wir reisen nach Hause. Aber ich glaube, ich ziehe dir erst etwas an. Der Taxifahrer kommt auf seine Kosten, definitiv. Und die Oliana Negata ist auch schwanger. Tschüss, Dirk. Schnell Taxi rufen, bevor du zusammenklappst, dann darfst du schlafen. Und wir gucken mal, wie lange sie braucht, bis sie fit ist. Vielleicht kann ich noch was vom nächsten Tag mit reinnehmen, bis knapp 10 Uhr. Ja, dann ist das auch schon die vorletzte Folge. Wir haben dann nur noch einen Tag zusammen. Dann, deine Werte sind gut, dann hüpf mal ganz schnell ins Bett. Und ich guck mal, wie lange sie schläft. Eine Couch habe ich nicht, dass sie ein Kraftnickerchen machen könnte. Da ist das Haus ein bisschen klein. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich was umbauen soll. Die Lotterie. Kannst du an mit dem Handy was kaufen? Geht das? Lotterie loskaufen. Hol mal dein Lotterie los. Dann haben wir das nämlich schon und müssen uns darum nicht mehr kümmern. Und dann kannst du ein Nickerchen noch machen. Können wir vielleicht echt noch den Garten machen? Ich würde sie bis 9 Uhr vielleicht schlafen lassen. Ja, so, meine Süße. Haben wir noch was hier drinnen? Ja, haben wir. Dann schnapp dir mal ein Gericht und verkauf mal deine ganzen Blümchen. Kannst du die auch gießen?
Vielleicht kannst du sie noch einsprühen und wir können unsere Äpflis weiterentwickeln. Sehr cool. Kann man euch gießen? Nee, das liegt am Frühling, dass die so komisch aussehen. So, meine Süße. Du musst gleich los. Kriegst du das noch hin, rauszukommen? Wenn nicht, muss ich dir dein Essen wegnehmen. Das packen wir ihr ins Inventar, das Essen. Das können wir dann einfach auf der Arbeit essen. Dann komm mal schnell raus, dass wir noch die Blümchen verkaufen könnten. Ja, ja, meine Süße. Und dann ist dann auch schon der letzte Tag, den du hier bei mir bist. Und du musst gleich los zur Arbeit. Da werde ich dann 2 Minuten zuvor pausieren, damit wir dann beim nächsten Mal zusammen hingehen können. Ja, ja. Und die Lilliput bekommt eine Menge Geld mit. Ich hoffe, du freust dich, Liebes. So, ich mache jetzt hier Pause. Wir haben noch 2 Minuten, dann muss sie wieder zur Arbeit. Ja, du kannst ja mal mit abstimmen in den Kommentaren. Da habe ich dir was reingeschrieben. Wenn du dafür bist, kannst du gerne einfach das Kommentar liken. Ich denke, das ist somit am einfachsten. Dann sehe ich anhand, wie viele Likes es ist. Ich habe mir so einen Richtwert gesetzt. Aber das erzähle ich dir dann natürlich in der nächsten Folge alles. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir waren mit ihr ein bisschen auf der Arbeit. Wir haben hier versucht, ihre Sammlung ein bisschen voranzutreiben. Und sie hat Metalle und Kristalle gesammelt. Sie braucht noch 10 Kristalle und 11 Metalle. Ich bin mal gespannt, wie das so hinhaut. Ich werde auf jeden Fall weiter die Kollegen auf der Arbeit fragen. Sie wird im nächsten Mal dann auch wieder die ganzen Dinge ausgraben. Und ich hoffe, dass wir vielleicht noch so 5 bis 6 Stück übrig sind. Das wäre natürlich wirklich mega cool. Das wären 6 Metalle und 5 Kristalle. Dass die Lilliput nicht mehr so viel machen muss. Sie ist Karriere Level 4. Das ist schon mal mega gut. Also wir kommen mit ihr, soweit ich das in Erinnerung habe, am weitesten voran. Sie ist mittlerweile... doch, sie hat die meisten Sachen. Doch, doch. Habe ich doch richtig in Erinnerung. Ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Eine ganz schöne Woche. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tschüss.